Ob man Flager gut mit dem Plasmabeam betäuben kann? Ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass der einfach nichts bringt. Weil das wahrscheinlich so einfach einprogrammiert ist. Ja, der Boss hat eine Schwäche gegen die, die und die Waffe. Und sonst nichts anderes. Und alle anderen Waffen bringen einfach nichts. Weil die nicht einprogrammiert haben, dass er dafür eine Schwäche hat. Weißt du, hast du den stärksten Beam des Spiels? Ja, nee, der bringt hier nichts. Ja, warum nicht? Hab einfach nicht reingepackt. Das ist denn schon wieder gegart. Easy. Oh Gott. In die Pampe. Wait. Ich bin den falschen Weg gelaufen, sehe ich gerade. Wo bin ich falsch ab... Ach, da bin ich falsch abgebogen. Ja, wenn wir bei Flagra eh nur wieder Missiles finden, wird es so oder so ein Hellrun. Aber ich habe die Hoffnung, dass Flagra ja... Moment. Ah ne, das war aus dem letzten Raum, das Itemgeräusch. Dass Flagra ja vielleicht einfach mal ganz legit den Dingensbeam für uns hat. Wenn ich den Beam. Den Warrior Suit. So einfach ganz normal, wie es sogar sein sollte. Ich glaube, den kriegt man ja normalerweise auch von Flagra. Das ist so angenehm, dass man die Dinge einfach abbrennen kann. Das zeigt wieder mal, Feuer ist stark gegen Pflanze. Das Auto-Lock-On. Ja, Auto-Lock-On hat das Spiel nicht. Ich drücke ja selbst auf die Zielen-Taste, um die dann festzuhalten. So. Die Sache ist, ich weiß ja nicht mal, ob das am Ende dann ein Warrior Suit ist oder nicht. Also ich kann ja nicht mal sagen, okay, ich lasse den liegen und mache einen Hellrun. Weil ich es ja nicht sehe, ob es einer ist oder nicht. Aber das ist ganz witzig. Jedes Mal stehen wir vor einem Item und denken uns... Oh, Missiles. Oh, Missiles. Jetzt beide abgebrannt. Nice. So, bevor die Viecher gleich hier rauskommen... Ja. Das war schon fast getroffen. Kann ich den von hier aus nicht treffen? Das Ding hat sogar ein Auge. Ist mir noch nie aufgefallen. Was hat mich weggehauen? Hä? Hey. Hä? Irgendwas hat mich gerade geboxt. Habe ich die Peitsche nicht gerade kaputt gemacht? Ach, die haben sie regeneriert, obwohl ich sie abgebrannt habe. Ja gut. Okay, sind wenigstens schon mal die Bienen weg. Weißt du, ich denke mir so, ja okay, ich brenne die ab. Abbrennen gleich tot. Aber nein, abbrennen gleich betäuben. Unkraut vergeht nicht, ich merke schon. So. Okay. Au. Kann man die nicht? Ah. Die sind einfach nur nicht Plasmabeam anfällig, wieder mal. Nichts ist Plasmabeam anfällig, ich merk schon. So. Ich kann es ein bisschen heilen. Und.
Let's go. Flagra. Ein bisschen anfällig. Der da ist an. So. Eine Schönheit. So, und rein da. Weißt du? Meine Bomben, ne? Die brennen den nieder. Ja, ja, das tut weh. Mein Plasma-Beam. Ein Schuss aus purem Plasma, das einfach brennt wie Scheiße. Ja, nee, das macht nichts. Das betäubt mich nur ein bisschen. Wobei das zumindest recht schnell betäubt. Schnell rüber. So. Die Bomben lösen irgendwas aus, was ihm schadet. Warum sitzt man dann auf irgendwas, was einem schadet? Eigentlich immer ganz gut schreien, wenn er wieder aufwacht. Jetzt zum Beispiel. Jo. Hat gut funktioniert. Na? Okay. Und Nummer 3. Also bisher läuft's gut. Also manche Bossen haben wirklich eben Schwäche nur gegen eine bestimmte Sache. Von daher bringt es sogar nicht einmal mit stärkeren Sachen drauf zu hauen. Aber wie gesagt, bisher angenehm. Hi! What are you doing? Mir den Weg blockieren, ich merk schon. So. Und wieder weiter betäuben. Das ist echt angenehm mit dem Plasma-Beam, muss ich sagen. Der ist so schnell betäubt, der kann einfach nichts machen, der Sack. Nein! Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Aber... okay. Gerade so noch geschafft. Bevor er das Ding wieder umgedreht hat. Und Boss geschafft. Also... das war schon ziemlich easy. Boah, doch. Ziemlich angenehm. Und jetzt haben wir auch wenigstens hier das Wasser mal ein bisschen gereinigt. Jetzt können wir auch gefahrlos ins Wasser hüpfen. Man könnte meinen, es wäre der erste Boss.
So, kriegen ein Energy Tank. Klingt also ein kleines bisschen nach... Ja. Hellrun? Maybe. Je nachdem, wie nett das Spiel dann zu uns ist, da mit den Items noch. Ah. Nee. Da. Na gut, gehen wir erstmal hier den normalen Weg weiter. Ich drehe auf jeden Fall gleich nochmal um, weil ich glaube... Ja, ich könnte auf jeden Fall noch einen Spot holen. Ich weiß auch wo. Okay, ich krieg dich erstmal nicht kaputt, also lasse ich dich auch einfach. Aber hier kommen wir jetzt doch an irgendwas dran, oder? Oder ist nur ein Shortcut nach oben? Au! Wieder diese Ultra-Wespen, die einfach gegen nichts anfällig sind. Hi! Irgendwas war das nochmal anfällig? Cordit. Cordit war... Super-Missiles, ne? Ja, super. Okay, das heißt, damit denen können wir noch leider noch nichts machen. So, dann latsche ich jetzt aber noch einmal. Jetzt lass mich mal kurz schauen. Hier, Ruined Fountain. Da sollte ich noch was holen können. Kann ich im Prinzip einfach hier wieder hochgehen und dann den Weg rück, wobei... Ich glaube, der Weg hier entlang wäre schneller. Ansonsten... Ja, dahin. Da gehen wir jetzt einmal hin und dann... Wenn da nichts Interessantes ist, ist es going to be... hell. Dann wird es sehr hell. Auch schon alles geholt. Hölle, Hölle, Hölle. Ich sehe schon, ihr seid voll geil drauf auf den Hellrun. Hexe, Hexe. Aus der Luft geschossen. Mal schauen, vielleicht treffe ich den auch noch. So. Wir haben eigentlich ganz gute Energie. Also ich glaube, mit zwei E-Tanks geht es uns auf jeden Fall schon mal ziemlich gut jetzt. Da haben wir auch mehr als genug Energie, die wir da gleich in der Hölle rausschmeißen können. So. Jetzt kann ich ja hier genau ins Wasser einfach rein. Kann ich da jetzt auch einfach rein? Ah! I see. Shoot me up! Nice. Sehr schön. Und dann kriegen wir... Space Jump! Okay! I take that! Wir haben nun einen Double Jump. Das ist nice. Damit komme ich noch mal ein paar andere Sachen dran. Moment. Dann gucke ich mal, ob ich an das Item da oben jetzt dran komme mit dem Space Jump. Dynamo. Haben wir eigentlich alles. Da ganz oben ist theoretisch ein Item für einen Space Jump.
Da ist nichts weiter. Und Talon Oberworld. Da ist auch noch ein Item. Okay, aber dann zuerst da lang. Das ist einfach nur von der Beweglichkeit auch so gut. Mit einem Space Jump. So, mit dir. Aber eigentlich kann ich einfach hier durchs Wasser latschen. Jetzt tut es mir ja nicht mehr weh. Ich kann einfach hier rausspringen. Tada! So, erstmal abspeichern gehen. Also ich muss sagen, der Start bisher, ich kann mich nicht beschweren. Das ist cool, so mehr Super Metroid, nicht Super Metroid, Metroid Prime zu spielen. So. Dann. So, ich glaube, die kriege ich mit dem normalen ein bisschen schneller kaputt. Runterfallen tue ich trotzdem noch. Einfach, weil ich so gut bin. So. Wenn die Rakete hinschießen, dann gehen alle einfach kaputt. So. So. No! Und auf die anderen Pilze drauf einfach. So manchmal, ne, das Navigieren hier. So. Eigentlich wollte ich nur hier so ein bisschen abkürzen. Dann hatte ich plötzlich einen Schwung des Todes und bin einfach mal durch die halbe Weltgeschichte geflogen. Okay, machen wir es anders. Ich springe erstmal wieder runter. Ich springe jetzt erstmal hier hin. Tschüss. Und springe so hier rüber. So. Die Sache ist, komme ich da überhaupt dran? Wie öffne ich dich? Sandstone. Achso. Sandstone ist, glaube ich, einfach eine normale Dingensbomben. Jo. Okay. I just got the gravity suit. Läuft. Okay. Dann... probiere ich jetzt direkt mal aus, ob mir der Gravity Suit Hitzeschutz gibt. Oder speichere das erstmal ab. Also Phasen wäre nochmal eine ganze Ecke geiler. Aber Gravity nehme ich auch. Wie gesagt, wir probieren es einfach direkt mal aus, ob der Hitzeschutz gibt oder nicht, weil wir haben ja gleich einen Hitzeraum hier in der Nähe. Easy Miser, der hat Mitleid mit mir, weil ich zum ersten Mal spiele. Ich merke schon. So, einfach hier durch die Pampe latschen. Weil jetzt ist es sogar noch besser, jetzt kann ich erst recht durch die ganze Pampe latschen, weil es mir eh nichts mehr anmacht. Anmacht, ausmacht, wie auch immer. Auf jeden Fall, glaube ich, macht es schon mal weniger Schaden. Da ist die Tür. Autsch. Hm.
Der schützt auch gegen Hitze. Schützt der auch gegen Sprünge in die Lava? Rip me. Autsch. Dagegen schützt er nicht. Aber zumindest gegen Hitze schützt er. It's something. Doch kein Hellrun. Nee. Gravity Suits hat uns gesaved. Es hat nur minimal wehgetan. Das ging noch. Hab schon Schlimmeres erlebt. So, komme ich damit jetzt? Julian, das Ding da oben dran. Nee. Wie kann man da nochmal hin? Da? Oh Gott, der jetzt als normaler Gegner. Oh nice, einfach abgebrannt. Was ist denn das Item? Na gut. Ist wahrscheinlich der Bereich einfach zu klein, um da reinzuspringen. Ah ja. Wobei? Vielleicht? Ah, da ist ein Grapple-Punkt. I see. Wobei? Nein. Grapple. Aber wie gesagt, dann kann ich bei uns in der Nähe des Schiffes zumindest noch ein Item holen. An das man mit dem Double-Jump drankommt. Und prinzipiell können wir wirklich in die Fregatte jetzt einfach gehen. Das ist immer das Gleiche, ne? Hm, heiße Räume. Ich habe noch keinen passenden Suit. Hellrun! Oh, ich habe einen passenden Suit gefunden. Oh. Warum nimmt Samus eigentlich ihre Ausrüstung nie mit? Das hat meistens sogar eine Erklärung. Also in Metroid Wood Zero Mission ist halt die erste Mission. Da hat sie einfach nichts. In... Jetzt muss ich kurz mal nachdenken. Dann kommt Metroid 2 ist das nächste, glaube ich. Luffy, danke fürs Subscriben und viel Spaß mit deinem Sub. Super geil von dir. Ich überlege gerade, warum sie in Metroid 2 den Super Metroid die Sachen nicht mehr hat. Also in Other M darf sie sie nicht benutzen? Ah ja, in Metroid Prime 1 verliert sie die Sachen, weil sie quasi einen Unfall hat und dann irgendwo quasi gegengeknallt und ist und dadurch setzt einfach das ganze System aus. In Prime 2 werden ihr die Fähigkeiten geklaut. Und in Prime 3... verliert sie die auch wegen dem Phasen. In Fusion verliert sie die wegen... ja, wegen dem Ex-Parasiten. Ja, und wieder alle M darf sie einfach nicht benutzen. Ich weiß jetzt gerade nicht, warum sie die in Metroid 2 und Super Metroid nicht verwendet. Da bin ich auch gerade überfragt. Das könnt ihr mir gerne beantworten. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie komme ich... zu dem Raum, den ich gerade im Kopf habe.